So, locke ich die damit quasi aus ihrer Deckung hervor, indem ich mehrfach den Rundenmodus aktiviere. Hey! Haha! Ah, da sind wir noch was. Hey! Spammen! Hey! Der kann noch ein bisschen was ab. Jetzt aber, ha! Kommen da noch mehr? Wahrscheinlich schon, hä? Ja, komm, komm, komm! Okay! So, ich. Man kann hier auch einfach die Leertaste drücken, dann sammelt das Ding, das Zeug das direkt auf. Das ist aber so eine Sache, muss man aufpassen, weil wenn man dann hier an so eine Kiste kommt, könnte sowas passieren. Oh oh. Oh oh, das denke ich mir nämlich auch. Ich könnte jetzt auch direkt an einen von denen den Trank verfüttern. Ah, ich weiß es nicht. Dann werden sie wieder quasi wieder belebt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme erstmal alles mit. Oh, jetzt ist alles voll. Na gut, dann tragt ihr das eben. Was soll das? Ey, Moment mal. Lecker, lecker, lecker. Hm. Ja, was ich jetzt nicht mache. Nicht so drüber nachdenken, war das vielleicht gar nicht mal so schlau. Ach, so geht's. Weil ich darf keine Viecher killen, wenn meine Typis irgendwie K.O. sind. Weil dann verteilen sich die Erfahrungspunkte nämlich nur auf die lebenden bzw. aktiven Leute. Moment, mal reinzoomen. Ach, da sind doch noch ein paar Leute drin, ne? Wie bitte? Ah ja. Da oben, man sieht wieder Grafikfehler, naja. Oh, jetzt habe ich die da unten noch irgendwo hergeholt. Da unten sind noch welche. Na egal, mit denen hier werde ich schon fertig. Ah. Zumindest solange ich noch Mana habe, ne? Naja, geht schon. Wobei, ich bin jetzt ziemlich schlecht mit Lebenspunkten. Deswegen haue ich mal lieber wieder ab. Das ist jetzt am Anfang halt so ein bisschen viel hin und her, hin und her. Das lässt sich jetzt leider nicht vermeiden, denn meine Typis sind halt einfach noch sehr schwach. Aber das Gute ist, hier ist ja das direkt um die Ecke mit dem Aufladen. Das ist also nicht die große Sache. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Moment mal, wie spät ist es denn? Kann ich jetzt mal hier reingehen? Geschlossen. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Ja, danke schön. Frank Fairchild, Mordred. Der Dolch Mordred ist ein mächtiges Artefakt, das über die Fähigkeit verfügt, seinen Opfern Kraft zu entziehen, um sie an seinen Träger weiterzuleiten. Das ist ein Artefakt, das würde man jetzt in Diablo-Sprache ein Unique Item nennen, oder ich weiß nicht, wie nennt man es bei World of Warcraft, habe ich nie gespielt. Legendary oder irgend sowas. Kann man finden. Suchauftrag. Mittler sind kürzlich nach Süden gezogen, um ihren Einfluss auch auf Händler in dieser Gegend auszuweiten. Ich habe ihnen den Zutritt zu unserer Stadt verboten, aber sie haben Sherry Carnegie, eine alte, sehr beliebte Heilerin, gekidnappt, um mich zu überzeugen, sich von hier aus operieren zu lassen. Ich kann nicht glauben, dass sie so weit im Süden arbeiten. Ich dachte immer, hier unten wären wir sicher. So, dazu, ich habe immer gedacht, das wäre direkt in der Nähe, aber scheinbar, ich glaube, das ist in einem direkt im angrenzenden Gebiet, nämlich in Burg Ironfist. Schattengilde. Ich bin der Schattengilde überdrüssig, aber ich habe keine unumstößlichen Beweise für ihre Aktivitäten. Wie gerne würde ich Anthony Stone etwas zeigen können, was beweist, dass die Schattengilde nichts Gutes im Schilde führt. Aha. Janice, was ist denn hier los? Gummistempel. Ach, Gummi. Komm, erzähl uns über Gummistempel. Das Gummi für meine Stempel kommt aus dem tropischen Süden von Eratia. Dort wächst eine Pflanze, die Beamten in der ganzen Welt eine Menge sich wiederholender Texte zu schreiben erspart. Wow, ist das toll oder ist es toll? So, hier, jetzt kommt was Interessantes. Goblinwacht, ich habe einen Schlüssel bekommen. Direkt südlich der Stadt liegt die alte Festung Goblinwacht. Sie wurde gebaut, um die Stadt vor den Räubzügen der Goblins zu schützen, aber die Zeiten waren so ruhig, dass wir nicht tralala. Also im Endeffekt, die Burg, wo wir gerade eben vorstanden, die ist jetzt von Goblins bevölkert, was eigentlich genau die Goblins abhalten sollte. Naja, dafür kriegen wir Gold, das machen wir. Kopfgeldjagd. Diesen Monat gibt es eine Belohnung für Feuermonster. Man kann also jeden Monat Kopfgeldjäger spielen, indem man ein bestimmtes Monster tötet. Feuermonster allerdings werden wir, man sieht es auch anhand des Geldes, das man bekommt, Feuermonster werden wir erst in, wenn ich jetzt hier nicht mit irgendwas verwechsel, die werden wir erst in einiger Zeit finden oder mit denen zu tun haben. So, Moment, wie mache ich das denn jetzt am besten? Kann ich meinen Mana auch noch irgendwie, ah ja, Moment. Ah, es lohnt sich aber anfangs nicht. Ich könnte nämlich auch in den Tempel gehen und kann 10, ich glaube mich für 10 Gold heilen lassen.
Das heißt, es würde mich effektiv 40 Gold kosten, wenn meine Party komplett geheilt. Aber gerade anfangs ist eigentlich jetzt, das ist mir das Geld nicht wert. Dafür muss ich wiederum 4 Goblins töten, damit das wieder passt. Das ist doch Blödsinn. Ich mache das anders. Ich werde mich hier hinstellen. Ich werde sagen, 8 Stunden Runen teilen kostet einen Apfel. So. Ist es denn jetzt wirklich 8 Stunden? Ja, sind's. Dabei müssten die Boni wieder verloren gegangen sein. Yep. Genau. Deswegen werde ich zack, 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 zack das wieder alles holen. Das ist halt das Problem mit den Kisten. Ich möchte die Kisten schon sehr gerne ausräumen. Allerdings, naja, man nimmt dabei halt immer viel Schaden. Das ist eben so eine Sache. Das ändert sich aber auch. Würdet ihr euch bitte beruhigen? Das ist so eine Sache. Da nimmt man halt immer viel Schaden. Kann ich die irgendwie? Na, los. Ah, es ist ein bisschen billig. Ich gebe das zu. Aber hey, da ich es mit den Zauberern gerade am Anfang so schwer habe, ist das eben so eine Sache. Kann ich das schon mal ein bisschen vorbearbeiten? Und des Zauberers größter Feind ist eigentlich Nahkampf. Und deswegen versuche ich das so weit wie möglich zu vermeiden. Also das ist jetzt, das sind so ein paar kleine Tricks, die Engine zulässt. Und deswegen, die werde ich auch hier und da schon mal ausnutzen, weil sonst ist es einfach ein bisschen zu langwierig mit dem Ganzen. Gerade auch mit dieser. Okay, das hat ja gut funktioniert. Yeah. So, gerade mit dieser Truppenzusammenstellung hier wird das sonst teilweise sehr lange dauern. Gucken wir doch mal, wer hier drin wohnt. Schön, dass du da bist. Hier drinnen wohnt Urok. Das ist geil, Urok. Menschen, du nix Goblin, du Gehen, wir nehmen Burg zu beobachten, Menschen, ihr uns nicht mehr töten. Das fand ich immer sehr merkwürdig. Zum einen, ich habe gerade die gesamte Truppe von Goblins außenrum getötet. So, jetzt sitzt hier drin Urok, ein Goblin, der uns nicht angreift. Der uns auf einmal mit uns spricht. Warum können die anderen mit uns nicht sprechen? Und zum anderen, die Goblins wollen scheinbar nur die Menschen beobachten und ihr uns nicht mehr töten. Das heißt, die Goblins wollen sich gar nicht mit den Menschen fetzen? Warum tun sie es dann die ganze Zeit? Das macht keinen Sinn. Immerhin greifen die von alleine an, wenn ich zu denen hinlaufe. Also, das so viel zum Thema Rollenspiel und sowas. Irgendwie macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Gut. Das hier bringt uns jetzt weiter erstmal gar nichts. Was mache ich hier gerade? Ach ja, ich wollte ja da runter. Also man sieht aber, Grafikfehler gibt es hier in dem Spiel wirklich genug. Das ist also ein häufiges Phänomen bei diesen alten Grafik-Engines, die eben noch auch keine 3D-Beschleunigung hatten und weiß ich sowas, sondern wirklich nur so, ja, Software halt, so Software 3D-Engines. Die haben damals ja oftmals so lustige Fehler gehabt. Moment mal, wie ist denn das mit den Flaschen? Habe ich noch einige frei? Nö. Aber hier, ich nehme. Halt, das wollte ich doch machen. Ja, und zwar blau. Blau, Moment, blau und. Vollbracht! Vollbracht! Das kann später durchaus nochmal nützlich sein. Gerade jetzt am Anfang des Spiels. Später, also gar nicht mehr. Aber ich meine jetzt später am Anfang des Spiels sozusagen. Denn. Gleich in dem Dungeon, wo wir hinkommen werden. Oder in nicht allzu ferner Zukunft. Da ist es doch schon relativ lange und hat keine Möglichkeit, sich wieder aufzuladen. Und da wäre das sehr praktisch, wenn man dann eben sowas hat zum Mitnehmen und sich mal hier so einfach mal so ein paar Lebenspunkte oder sowas einheimsen kann. Oder Zauberpunkte. So, jetzt sind hier noch ein paar kleine marodierende Goblin-Grüppchen, nichts Gefährliches. Wer ist das da hinten? Da ist Devon, Chefkoch. Chefkoch vor allem, das ist lustig. Nein, du darfst nicht gehen. Yay. La 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 la. Einfach so heftig draufklopfen. Na, was yay. Okay. Haben wir. Nee, wir haben noch. Noch haben wir nicht alles. Wir müssen noch diese ganze Gruppe von den Magiern da hinten platt machen. Also von Magiern, Lehrlingen und sowas. Bin ich schon in Reichweite? Ja, ich höre sie.
Ja, gut, da. Auf jeden Fall. Gucken wir doch mal hier. Im Intro, man erinnert sich, da trifft die Gruppe. Autschen. Och, willst du mich verarschen? Halt die Fresse. Wow. Hey! Da trifft die Gruppe Falagar. Und jetzt gucken wir mal, wer hier wohnt. Hallo. Nämlich Dorf. Mit Experte am Stab. Ja. Nein, das war nicht der, mit dem ich gerechnet habe. Wo ist denn der? Es gibt auf jeden Fall irgendwo in diesem Gebiet hier wohnt tatsächlich Falagar. Übrigens, da hinten ist der Tempel, den ich meinte. So, jetzt geht's erstmal darum. Ja, mein Mana ist schon da fast alle. Was soll's? Solange die einzeln kommen. Oh, da hinten sieht man schon, da sind einige. Ach. Ja, Ich warte jetzt einfach, bis er hier hochgelaufen kommt. Oder mache ich es auch einfach so? Weil das ist halt wirklich jetzt am Anfang als Pillepalle. Komme ich hier auch hoch? Ach so, man kann sich irgendwie so hochmogeln. Naja, gucke ich mal. Bringt mir jetzt aber auch nichts. So, okay. Ja, das Problem ist, da kriege ich jetzt wahrscheinlich ganz schön eins auf die Nuss. Und ich habe keine Gruppenzaubersprüche. Na gut, ich probier's mal. Was soll's. Oder noch besser wäre es eigentlich, ich gehe von der Seite ran. Deswegen. Komme ich hier hoch? Ah, los, komm, 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 komm. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Könnte auch einfach außen rum gehen, aber. Na komm, los, 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 los. Yay. Jetzt gehe ich nämlich einfach hier rum. So, da hinten kommen sie. Da können sie mich nicht mal gern haben. Ich werde so lange ein bisschen hin und her laufen. So. Aber man sieht auch 5 Punkte und der ist schon fast tot. Das heißt, die haben vielleicht 7 Lebenspunkte oder so. Hä, ja. Wahrscheinlich ziemlich genau 7. Oh, jetzt ist es ganz dunkel. Okay, ich rolle jetzt hier so lange ein bisschen rum. 6 Punkte ist auch schon verfallen. Und dann wollen wir doch mal gucken. Hoffentlich übernehme ich mich jetzt hier nicht. Ja, ich bin nämlich schon wieder ohne Mana teilweise. Ah, das wird schon. Schwieriger wird es erst da hinten, weil da sind definitiv noch Reisemagier und. Ja, gut. Ist eigentlich jetzt gar nicht so gefährlich. Solange nicht auch noch blaue Magier sind, also die großen sozusagen, dann ist das eigentlich kein Problem. Fall bitte mal um, du bist ein dummer Bob. Ja, endlich. So. Und jetzt muss ich im Endeffekt wieder zurück. Okay, wisst ihr was, Leute? Ja gut, das eine Mal mache ich es jetzt noch, aber ansonsten werde ich wahrscheinlich jetzt auch wieder diese Laufwege einfach rausschnipseln, weil das einfach sonst zu dumm ist. So, wo ist das jetzt hier? Da, ne? Ah, geht schon nicht mehr, richtig. Dann muss ich jetzt leider schon wieder rasten. Jetzt kostet es 2. Warum auch immer das so ist, keine Ahnung. So, wie spät ist es denn jetzt? 5 am? Ja doch, das kommt hin. Wahrscheinlich, wenn es einen Tag überschreitet, denke ich mal. Das könnte ich mir vorstellen, dass es dann eben was kostet. Magier, ja. Jetzt habe ich natürlich meine Dingens da nicht gebufft. Ich werde jetzt das von der Seite versuchen aufzuräumen, damit ich hier nicht so viele, so wenig wie möglich auf einmal anlocke. Das wird auch so oder so ein bisschen wehtun, denke ich mal. So, diese Feuerpfeile, die da auf uns zukommen, das sind die von den Schwachen. Das da, die machen diesen Kältestrahl. Und diese Blitzdinger kommen von den Blauen. Machen wir einfach mal die hier vor. Hallo, wer bist du? Hallo. Autsch. Autsch. umfallen. Dankeschön. So, ja, die anderen machen halt kaum Schaden. Das ist halt nur so eine Sache, wenn man so viel vor sich hat. Dauert das eben teilweise eine ganze Weile, bis die ihren Moves ausgeführt haben. Hey!
Ja, ich baller jetzt einfach mal Alus drauf. Bis alle tot sind. Nein, du musst sterben. Das ist halt eben auch, muss ich dazu sagen, das ist ein Großteil des Spiels, das also so läuft. Dass also einfach gekloppt wird und gekloppt wird. Wobei später ist das weniger schlimm, weil man einfach auch bessere Zaubersprüche und sowas hat. Ah ja, komm. Aber jetzt am Anfang ist gerade eben so eine Sache. Ich frage mich gerade eine Sache, warum laufen die auf mich zu, wenn das doch eindeutig Fernkämpfer sind? Und warum sind wir eigentlich quasi tot? So, erste Hilfe. Machen wir das einfach mal kurz so. So, Double Speed. Heilen, heilen, heilen. Okay, dann machen wir weiter. So, safen und dann kann das weitergehen mit dem sinnlosen Gekloppe. Wollen wir noch mal gucken. Hey, der da. Ich hab keinen Mana. Treffe ich den überhaupt? Nee, ne? Ich glaube, ich sollte fliehen. Ja, da hinten bumst es auch noch wieder ganz schön. Ach, einen Gegenstand habe ich gefunden. Ein Stab. Das ist natürlich schön. Das sind die schlechtesten Gegenstände, die schlechtesten Stäbe im Spiel. Und es gibt, glaube ich, auch nur drei verschiedene Stabsorten. Aber diese Stäbe hier, die bringen wirklich fast gar Kenn nichts. Kenn ich nicht. Ich glaube, die haben Wert 5 oder so. 50? Ich glaub tatsächlich, dass es sogar weniger ist. So, Moment. Da jetzt ein neuer Tag ist, müsste doch eigentlich das hier wieder gehen, oder? Yep, das geht. Da ist halt so eine Sache, wenn man so viel Zauberer hat. Also, ich sage mal Caster. Dann, ja. Dann ist natürlich eben so dieser Zauberbrunnen da eben sehr schnell leer. Na gut. So, naja, das ist doch schön. Und dann wieder darüber. So viel zum Thema, ich schneide das raus. Scheinbar bin ich selbst zu faul zum Rausschneiden, aber das wird auf jeden Fall mit dem Laufen noch wesentlich schlimmer werden. Das könnt ihr mir glauben. Spätestens, wenn wir in dem ersten Tempel sind. Und dann wird es sich wirklich lohnen, das rauszuschneiden. So, safen. Quick safen gefällt mir, ganz ehrlich. Ist sehr praktisch. Aber das ist ja nicht, wurde jetzt nicht von diesem Spiel hier erfunden. Wow, der macht ganz schön Schaden. 8 Punkte. Ich werde das jetzt so machen. So, und jetzt werde ich versuchen, den blauen auszuschalten. Die anderen machen einfach nur einen Schaden. Ja, gut. Den mache ich platt, damit er nicht irgendwo hinläuft. Aber genauso wie wenn man so einen riesen. Diesen. Was auch immer das ist. Genau, wenn man diesen Blitz im Gesicht hat. Dann zielt eben auch dieses automatische Zielen oftmals daneben. Das ist so eine Sache. Jetzt kann eigentlich nichts mehr wirklich schief gehen. Oder? Gibt's noch größere unter denen? Ich glaube nicht, ne? Ist jetzt ein bisschen Selbstmordkommando hier, aber hey. Ich habe ja dafür erste Hilfe. Oh, die kann gleich nochmal casten. Dann machen wir das doch. So. So, dann brauche ich jetzt einfach nur noch gucken. Ja, dass keiner stirbt. Die anderen ballern munter. Das ist schön. Du castest immer wieder auf den. Und dann wird einfach nur gemoschert. Kann auch nicht gemoschert. Hey. La 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 la. Hey. La 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 la. Ich kann euch aber sagen, später wird das eine ganze Ecke lustiger mit den Zauberern. Also mit allgemein so Carsten. Hey. Ja, also wer kennt Carsten nicht, ja? Das wird auf jeden Fall noch lustiger, weil man einfach... Ich mach mal Double Speed. Das ist sehr praktisch zum Einsammeln. Weil man einfach eine Menge lustiger Zaubersprüche bekommt. Insbesondere, jeder, der das Spiel kennt, wird sich zum Beispiel freuen über Meteorregen oder ähnliche Sachen oder Sternenfeuer. Das sind doch ziemlich praktische Sachen, weil man einfach sagt, oh, ich hab Heidi. Ich sauber auch mal so ein Ding hin. Sternenfeuer, bups. Und quasi alles auf dem Feld stirbt.
So, jetzt mal gucken. Jetzt werde ich natürlich gleich wieder hier. Ja, ich werde wahrscheinlich hier selbst dran sterben. Ich heile mal mich ein bisschen hoch. Vielleicht reicht es ja, dass ich. Ach so, es sind schon wieder mehrere Kisten, ne? Aber warte mal, die haben ja auch weniger Lebenspunkte, ne? Ja, die haben. Die haben weniger. Gut, das ist so eine Sache. Okay. Schwupp. Was gibt es hier? Kurz den Überblick, dass ich nicht den Überblick verliere. Ich frage mich gerade, ob ich nicht schon wieder länger als 20 Minuten aufnehme. Dementsprechend hätte mein Aufnahmeprogramm quasi versagt. Nein! Ah! Oh nein! Sag ich doch. Oh nein. Ich weiß es nicht. Jetzt ist alles voll. Okay. Soll ich's wirklich machen oder lasse ich's lieber sein? Wisst ihr was? Ich gehe kurz in die Stadt.